Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Rift. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in der Sandgrube angekommen. Kurzum im Schimmersand. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine Aufgabe. Beim letzten Mal hatten wir die Rohedelsteine noch nicht gesammelt und ich habe ehrlich gesagt vergessen, das offline zu machen. Das heißt, sorry, wir machen es heute. Ich habe es wirklich vergessen. Ich habe mich zwischendurch eingeloggt. Also der Login-Bonus ist noch nicht verloren. Aber ich habe einfach komplett vergessen, diese Quest offline zu machen. Ja, wir haben immer noch ein kleines Event am Laufen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Und zwar ist momentan der Karneval wieder aktiv. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran. Wir haben im Karnevalsbereich, haben wir, glaube ich, bin ich der Meinung, unser Reittier bekommen. Das gerade nicht angezeigt wird. Wieso zeigt er uns die Reittiere nicht an? Bin etwas irritiert. Ach so, vielleicht sollte ich den Schurken auch aktivieren. Dann ist klar, dass er nichts anzeigt. So. Ja, wieder jede Menge aktiv. Ich werde es momentan mache ich es nicht aktiv mit, das Event. Aber für alle, die vielleicht Interesse dran haben, hier findet ihr das Reittier, was wir besitzen, einmal Aurora und dann das Andromeda, was wir sehr oft benutzen. Mein absolutes nach wie vor Lieblingsreittier. Eine ekelhafte Spinne, die ich nicht so wirklich hübsch finde. Und somit haben wir eigentlich alle Reittiere, die ich aus diesem Event haben möchte. Klar, dieser Elefant wäre noch sehr, sehr prachtvoll, muss ich sagen. Der sieht sehr hübsch aus. Aber muss ich nicht haben. So. Hier sehen wir, huch, auch eine kleine Karawane, die hier öfters durchläuft. Die habe ich den einen Tag auch schon gesehen. Was das genau zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Aber gut. Hängt mit dem Event zusammen. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie wir da jetzt am besten wieder hochkommen. Hier ist der Eingang, sehr gut. Ja, was war so los letzte Woche bei mir? Ehrlich gesagt, nicht allzu viel. Momentan ist ein bisschen Ebbe auf der Arbeitsstelle. Wir haben da nicht wirklich was megamäßig viel zu tun, da aufgrund dessen ich sogar anderthalb Tage mir Urlaub genommen habe. Einfach um ein bisschen Arbeit anzuhäufen, sage ich jetzt mal. Ja. Also eigentlich, es gibt nicht viel zu berichten. Ich werde nicht darüber reden, was momentan hier für eine Welle mit diesem, ihr wisst schon, was für ein Virus abläuft. Und ich werde auch nicht irgendein politisches Thema aufgreifen, was jetzt zum Beispiel die Grenze in Griechenland und der Türkei betrifft. Weil ich glaube ganz ehrlich, dass jeder von uns das mitkriegt. Also wer das nicht mitbekommt, der informiert sich einfach null. Oder hat einfach null Interesse daran. Ich sage mal so viel, dass ich relativ, also Montag bis Freitag zumindest am Wochenende lasse ich mich. Dass ich das wirklich komplett in Ruhe. Aber Montag bis Freitag bin ich eigentlich immer sehr viel in den News unterwegs und verfolge die Geschehnisse. Und manchmal auch Sonntagabend, damit ich montags nicht auf Arbeit komme und denke, oh Gott, was ist denn am Wochenende passiert? Mal gucken, ob ich heute Abend noch ein bisschen in die Nachrichten reinschaue. Ansonsten lasse ich mich am Wochenende immer sehr damit in Ruhe, weil man muss ja auch irgendwann mal abschalten. Was mich persönlich eigentlich ein bisschen wütend macht, ist momentan diese, ich will es nicht Hysterie nennen, aber diese Idioten in meinen Augen, sorry für den Wortlaut, aber diese Idioten, die einfach anfangen, den Leuten, die ihren Wocheneinkauf machen, den Tag zu versauen. Ich bin wirklich froh, dass ich keine Person bin, die Konserven mag. Ich bin wirklich absolut, ich esse keine Konserven großartig. Es gibt ganz wenig, ich weiß nicht warum, aber ich kann Konserven nicht ausstehen. Und
Und ich bin ganz froh, dass ich sie nicht mag, weil sie sind bei uns im Kaufland zum Beispiel, waren sie fast ausverkauft dieses Wochenende. Ich war jetzt mal auf dem Freitag einkaufen und nicht auf dem Donnerstag, weil ich am Donnerstag einfach keine Lust hatte und Freitag sowieso frei gehabt habe. Dachte ich, kannst du auch Freitag fahren? Ja. Ich habe alles bekommen, was ich brauchte. Das ist es nicht der Punkt. Die Verkäufer hatten meines Erachtens nach wahnsinnig viel damit zu tun, die Waren aufzufüllen, glaube ich. Das war, kam mir mehr vor wie sonst. Aber ich kann mich auch irren. Aber ich weiß nicht. War so mein Eindruck. Was ich echt schön finde, ist diese 1,5 Tage Urlaub, die ich eigentlich jetzt nur, also ich hatte eigentlich ja nur einen Wochenendtag mehr, wie alle anderen. Und ich fand, die haben wirklich eine gute Wirkung gezeigt. Ich habe in den letzten Tagen auch ein relativ lustiges, okay, es ist vielleicht ein gesunder Humor zu dem ganzen Thema, aber ich habe ein Video im Internet entdeckt, was ich jetzt nicht verlinken werde oder so. Aber ich sage nur Stichwort Coronavirus. Es gibt da mittlerweile, also ich habe zwei Videos gefunden dazu, zwei Songs, die das Thema behandeln. Und ich fand es. Also das eine fand ich wirklich ohne Witz. Ich fand es ein bisschen lustig. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist, man braucht vielleicht für diese Geschichte mittlerweile einen gesunden Humor. Weil wenn man sich davon so viel einnehmen lässt, denke ich, dann wird man noch bekloppt im Kopf. Ich sage nicht, dass man diesen Virus, der momentan nicht heilbar ist, dass man den komplett links liegen lassen soll. Das ist nicht meine Meinung dazu, aber ich finde, dass wie viele andere Leute auch, die das schon gesagt haben, und jetzt habe ich doch damit angefangen, darüber zu reden, denke ich, dass das zu sehr gepusht wird. Ich glaube einfach, dass. Ich weiß nicht, wie soll ich es erklären? Also der ganz einfache Satzlaut bedeutet, Millionen Menschen sterben an der Grippe. Und warum wird der Coronavirus deswegen so gehypt? Warum wird nicht darüber gesprochen, wie viele Leute an der Grippe sterben? Warum wird zum Beispiel nicht darüber gesprochen, wie viele Leute von Corona mittlerweile geheilt werden? Oder besser gesagt, nicht sterben? Wieso wird nur darauf angesprochen, es sind so und so viele Infizierte in Deutschland? Ich kann die Meldungen mittlerweile, ich glaube, da bin ich nicht alleine damit. Kann man doch einfach mittlerweile nicht mehr sehen, finde ich. Das Problem ist einfach, dass ich durch das Reden darüber dem Scheißzeug ja auch noch irgendwie Aufmerksamkeit schenke, was ich ja auch nicht will. Es ist ein kleiner Zwiespalt, glaube ich. Endlich einmal eine gute Nachricht. Das sollte für uns alle reichen. Ich werde das Tonikum auf der Stelle mischen. Danke, Schurke. Womöglich habt ihr uns alle gerettet. Es ist kein Ende absehbar. Solange der Goldschlund und seine Anhänger Rituale für ihren Erddrachengott abhalten, werden sie sich die Erzlinge weiterhin aus Staub und Stein erheben. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Vielleicht wird schon bald der Tag kommen, an dem ich für die Reise über die Sturmebenen keine zusätzlichen Achsen einzupacken brauche. Und bis dahin verlasse ich mich auf meinen treuen Hammer. Ich grüße euch. Ah, ihr habt sie gefunden. Mein Reichtum ist wiederhergestellt. Ich stehe in eurer Schuld. Danke für eure Tapferkeit und eure Hilfsbereitschaft. Das nächste Mal werde ich meine Ware direkt per Boot nach Glücksküste bringen. Der Landweg ist einfach nicht sicher vor den Drachenkulten. Die Sturmlegion plündert die ätherianischen Ruinen an der
Bruchstraße. Wenn diese Kruzia-Jünger mir alles wegnehmen, verliere ich auf dieser Expedition eine Menge Geld. Wie wäre es also mit einem Geschäft? Wenn ihr die Ruinen vor ihnen plündert, kaufe ich euch die Sachen ab und verkaufe sie dann wieder in Glücksküste. Wie es aussieht, hat der Frevlerkult von Flammenmaul dem Drachen des Feuers, der uralten Fernblickturm, in seinen Besitz gebracht. Dieser Turm ist ein mächtiges Überbleibsel der technologischen Experimente des Ätreiches. Falls ihr die Feuerkultisten nicht ausschaltet, bevor sie seine Geheimnisse ergründen haben, werden die Dünen Schimmersands von den Flammen des Frevelskults zu Glas zerschmolzen. Okay, also wieder sehr viel töten. Ich habe gehört, dass ein anderer Drachenkult, die Sturmlegion, ebenfalls einen Stützpunkt in dieser Gegend hat. Wir sind von Kulten umgeben. Ich wusste, es war ein Fehler, diese Straße zu nehmen. Wenn wir nicht unerschrocken auftreten, werden sie uns angreifen, wie der Goldschlund. Wenn ihr sie zuerst angreift, sind wir vielleicht vor ihnen sicher, während wir für unsere Reise nach Glücksküste packen. Als der Goldschlund die Karawane angriff, bemerkte ich, dass einige Späher der Sturmlegion die Gelegenheit nutzten, um Händler zu entführen, die in die Wüste fliehen wollten. Die Legion hält die Bruchstraße, eine uralte Handelsroute der Eed, besetzt, um nach Technologie zu suchen, mit der sich ihre Gedankenkontrolle perfektionieren lässt. Sie haben die Händler einer Gehirnwäsche unterzogen, aber wenn ihr ein altes Barmi-Rezept auf sie anwendet, könnt ihr sie vielleicht noch retten. Ich bin in Schimmersand aufgewachsen und was die Drachenkultisten unserer Heimat angetan haben, erfüllt mich mit Scham. Allen voran der Goldschlund, der jedem eliminiert, der sich der Suche nach dem Drachenkönig Letes in den Weg stellt. In diesem Augenblick nähert sich seine Kultisten dem Fernblickturm, einem mächtigen magischen Gebäude aus der Zeit des Reiches der Eed. Ich muss herausfinden, was der Goldschlund vorhat, Katrin. Also ich denke, Goldschlund ist bestimmt ein interessanter Typ, und zwar im Sinne von, ja, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, dass der Typ irgendwie mit der Inni zusammenhängt, die hier im Gebiet wahrscheinlich noch zu finden ist. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwo hochkommen. Ja, ich würde sagen, Volltreffer. Ja, ich habe nach wie vor leider immer noch nicht irgendwie einen Plan aufgestellt, wann ich den Stream machen will für Rift. Und zwar in Bezug auf die Inni, die ich immer noch machen muss. Weil uns stehen ja immer noch zwei Innis aus. Aber ich habe es nicht vergessen. Ich kann nur sagen, ich habe es nicht vergessen. Wir können ja mal kurz noch mal schauen. Ich weiß nämlich gar nicht aus dem Kopf, wie lange das Event noch geht. Ob das hier irgendwo dabei steht. Leider nicht. Okay, gut.
Ja, hier hat wohl jemand nicht ganze Arbeit geleistet. Sehr schön. Heute ist so ein bisschen Grinding-Tag, habe ich den Eindruck. In Arcage eben habe ich auch ganz schön viel nur Mobs töten müssen. Fakt ist, dass wir auf jeden Fall in Rift mal wieder ein bisschen mehr was machen müssen, weil Rift vom Level her mittlerweile Arcage ein bisschen hinterherhängt. Also ich werde versuchen, im März noch einen Termin zu machen, mit der, wo wir die Inni angehen. Beziehungsweise die Innis. Es geht um die, um das Runental auf jeden Fall und um den Untergang von Laternenhaken. Die beiden Innis möchte ich unbedingt noch abschließen, bevor die grau werden. Ich weiß aber auch, dass wir nicht einfach uns dafür anmelden können, weil die Leute die Innis nicht mehr wirklich laufen, glaube ich. Das heißt, ich brauche auch jemanden, der mir da bei der Inni vielleicht hilft. Falls ihr also Lust habt und mir sagen könnt, wann ihr zum Beispiel im März jetzt Zeit habt, das kann auch vielleicht manchmal am Wochenende sein, finden wir vielleicht einen Termin, um uns, ich sage mal, zu verabreden, um die beiden Innis zu laufen. So. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch beschädigte Friese, aber irgendwie sind hier nicht so allzu viele.
So, wir brauchen noch zwei. Noch einen. Ärgerlich, wenn man teilweise in die falschen Richtungen spielt. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt müssen wir unterworfene Händler begießen. Ich habe zwar schon die ganze Zeit nach denen gesucht, aber gesehen habe ich jetzt hier keine. Das liegt natürlich daran, dass wir die Dinger mitgetötet haben. Das ist natürlich nicht so praktisch. So, noch einen. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal die Frevelflammen. Und wir müssen auch noch Tontafeln sammeln. Die müssten auch dort in dem Gebiet befinden. Vermute ich.
Denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Arcage. Nein, halt, stopp. Zu Rift meine ich doch. Zu Rift wieder. Also, macht's gut.